Und ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal direkt hier um eine Reparaturanfrage einer Person. Noch eine Reparaturanfrage. Tut mir leid. Es ist kein Problem. Solange du mir mein Geld gibst, habe ich damit überhaupt kein Problem. Geld brauche ich aber trotzdem. Hallo, es tut mir wirklich leid, aber wir hatten schon wieder so einen unglücklichen Zufall oder Unfall. Zwar konnten wir diesmal meine Tochter vom Computer fernhalten, aber dafür hat ein Freund meines Sohnes eine Sprudeldose auf dem Computer abgestellt, die natürlich prompt umgefallen und ausgelaufen ist. Ein ganzer Schwall Cola hat sich in das Gehäuse ergossen. Wir alle wünschen uns eine möglichst schnelle Reparatur und werden uns Mühe geben, dass so etwas nicht nochmal passiert. Ich habe auch ein Gespräch mit den Lehrern meines Sohns geführt und herausgefunden, dass er seit einiger Zeit gar keine Hausaufgaben mehr gemacht hat. Ich muss wohl nicht sagen, wie erschüttert ich war, schließlich hockt er oft stundenlang vor seinem Computer. Ich habe ihn gefragt und er hat gesagt, die Dateien seien von einem Virus gelöscht worden. Könnten Sie also bitte im Anschluss an die Reparaturen eine Virusüberprüfung durchführen und eventuelle Schadprogramme entfernen? Ich entschuldige mich für all den Aufwand. Javid Chudri, Buchhaltung Minitech Incorporated. Kein Problem. Kann ich natürlich gern machen. Und eine Sache wollte ich jetzt auch gerade mal ausprobieren. Und zwar haben wir hier doch eine GTX 1070 drin. Das ist mir nämlich gerade so eingefallen. Wo fehlen denn Kabel? Kabel? Ah ja, okay, klar. Ich habe die Gehäusefront nicht dran. Kann ich den PC auch so nicht anschalten. Oh, leerer Kreislauf. Das sollte auch nicht so sein. Ich will nämlich kurz was ausprobieren. Denn wir haben ja noch diesen einen PC, den ich eigentlich sehr stark übertakten muss. Bei dem das definitiv nicht der Fall sein wird, dass das in irgendwie naher Zukunft passieren wird. Da sollte ich ja die Grafikkarte übertakten. Und ich möchte einfach mal nachschauen, ob ich es schaffe, hier die GTX 1070, die zumindest von dem, was wir wissen, bisher immer die Grafikkarte war, die wir am höchsten vom Core-Takt, den wir hier übertakten sollen, prügeln konnten, wollte ich einfach mal schauen, nee. Ja, wir brauchen hier 2666 MHz bei diesem anderen PC, aber okay, wir schaffen gerade mal 2400. Ich habe wirklich keinen Plan, wie wir diesen PC hier irgendwie hinbekommen sollen. Das geht einfach nicht. Ist nicht mehr in der Nähe davon. Also wirklich nicht mal ansatzweise. Wie? 2633. Ich kann auch mal schauen, wie viel haben wir denn da an Geld? 1750. Das können wir vergessen. Es gibt keine Grafikkarte, die so hochtakten kann, immer noch nicht. So leid es mir auch tut. Außer es gibt halt irgendeine 1080 Ti oder 1080, die so hochtakten kann, bei der man dann halt auch noch so viel weiteres Kühlpotenzial irgendwie reinstecken muss mit sehr vielen Radiatoren, aber keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Muss den Auftrag leider beenden. Ja, warum nicht? Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich die Grafikkarte habe oder wie viel die gekostet hat. Ich hatte sie beauftragt, eine angepasste Fassung für meinen GPU zu bauen, aber sie haben ihn einfach zurückgeschickt, diese Amateure. Naja, leben wir damit. Gibt Schlimmeres. So, jetzt wollen wir uns aber wirklich mal um den Rest hier kümmern. Den PC haben wir im letzten Part gemacht, den hier habe ich mich gerade schon angenommen. Ich weiß nicht, was kaputt ist, aber wir können es sehr wahrscheinlich irgendwie ersetzen. $400 Budget. Ich weiß halt nie, was kaputt ist, aber das war schon vorher immer so.
Wir haben Sachen, um Coffee Lake Boards zu ersetzen. Auch wenn wir nichts so Gutes haben. Ich schau mal, ob ich gerade irgendwo ein Z370. Das nehmen wir auch gerade einfach mal mit, weil warum nicht? Haben wir noch. Doch, wir müssen noch Netzteile. Ja, wir haben noch Netzteile. Da. Eine 1070 haben wir auf jeden Fall zum Austauschen. i5 haben wir auch. Ja, aber kein 8600K. Oder irgendwas nah einem 8600K, leider. Ja. Gut, ne? Da muss ich wohl noch ein 8600K kaufen, falls der es sein sollte. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber ist halt so. Aber dann würde ich sagen, kümmern wir uns um diesen PC. Das geht auch nicht. 2583. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es gab sogar irgendeinen PC, der 2600, also irgendeine GPU, die 2600 geschafft hat. Aber ich weiß echt nicht mehr welche. Deswegen, sorry. Kann ich mich jetzt nicht annehmen der Sache. Irgendwann baue ich aber auf jeden Fall mal einen PC oder ein Freebuild und schaue einfach mal, mit was für einer Grafikkarte wir das erreichen. Und dann können wir auch endlich die ganzen Aufträge annehmen, bei denen es um sowas geht. Aber jetzt geht das halt leider noch nicht, weil ich gerade nicht wüsste, welche Grafikkarte das packt. So, dann würde ich aber sagen, nehmen wir uns wenigstens mal diesem Auftrag an. Das schaffen wir auf jeden Fall. Denn wir haben hier eine Anfrage für einen maßgeschneiderten PC. Sehr geehrte Damen und Herren, also ich brauche einen neuen PC. Ich habe hier Football Manager 2017 herumliegen, das darauf wartet, gespielt zu werden. Können Sie diesen PC bitte bis in 2 Tagen bauen? Ich möchte brandneue Komponenten. Haben Sie schon von Seagate gehört? Die sollen unglaublich toll sein. Geralt. Ich hoffe natürlich nur Geralt aus The Witcher. So, schauen wir mal. Von Seagate haben wir bisher leider nur HDDs. Was mich sehr nervt. Weil HDDs sind sehr langsam. Nehmen wir einfach gerade mal die rein, weil warum nicht. So, als CPU. Sollen wir mal einen 12-Kerner Threadripper reintun? Es wäre halt hart unnötig, aber warum nicht? Dann als Kühlung. Die Entek Mercury, die kleinere. Für $120. Oh, aber ich glaube, wir haben nur. Ich kann, glaube ich, nicht das umsetzen, was ich hier will. Wo haben wir TR4? Das sind alles Standard. Also, die zwei sind Standard-ATX. Ja, dann kann ich das vergessen, was ich vorhatte. Ich wollte nämlich eigentlich in einem ITX-Gehäuse jetzt ein Threadripper-Bild machen. Das wäre echt cool geworden. Aber wir haben keine Threadripper-Boards, die so klein sind. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Threadripper-Boards gibt, die so klein sind. Ich glaube nicht. Aber ich kenne mich auch nicht so sehr aus, was Threadripper angeht. Oder vor allem die Mainboards dafür. Das muss ich an der Stelle nochmal gesagt haben. Deswegen nimmt mich da nicht beim Wort. Kann sein, dass ich mich da irgendwie irre. Jetzt muss ich aber erstmal schauen, was nehmen wir dann für ein Gehäuse. Ich hätte ja auch gerne jetzt ein Fractal Design, Meshify C genau, aber davon haben wir jetzt schon so viele gehabt. Das will ich jetzt nicht nochmal machen. Was haben wir denn nicht so oft? Das H710i ist halt ein cooles Gehäuse. Und das mag ich sehr, aber. Jetzt
für den Build eher weniger geeignet. Haben wir das Silverstone PM01 schon mal genommen? Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Haben wir sonst noch irgendwas Gutes? Kleines? Ich glaube nämlich nicht, weil dann würde ich durchaus das nehmen. Ich will nämlich jetzt kein Monster-PC dahinstellen. So. Warum nicht? Ich glaube, dann können wir trotzdem diese 120mm Kühlung nehmen, denn was Größeres geht da, also auf jeden Fall, wenn ich die RGB-Wasserkühlung nehmen will, geht da nichts anderes rein, glaube ich. So. Denn 360mm sind, glaube ich, dafür zu groß. So, dann brauchen wir natürlich einen Standard-ATX-Board für Threadripper. Und da nehme ich einfach mal das hier von MSI. Weil es das mitgünstigste ist. So, als Grafikkarte müsste dafür locker eine... Wer ist denn da auch mit einer MSI-Karte vielleicht? Eine 1080 Ti von MSI, wie wäre es denn damit? Keine 1080 Ti von MSI, wenn ich so auf den Preis gucke. Habe ich die schon reingetan? Ja, ich habe die schon reingetan. Keine 1080 Ti von MSI. Eher so mehr wie eine normale 1080. Auch eher die günstigere 1080. Das wird sehr schwer sonst nämlich. So, Netzteile setzen wir auf als etwas günstigeres von FSP. Sekunde, wie viel nimmt nochmal Threadripper? 180 Watt, okay, das dürfte noch gehen. Netze hatten wir schon, Festplatte haben wir auch schon. Brauchen wir im Grunde nur noch RAM. Weil die CPU und das haben wir alles. Ich schaue nochmal alles durch, genau, das müssten wir alles haben. Gut, dann müssten wir das wirklich eigentlich hinbekommen. Ich meine, mit 4 Riegeln wird es schwierig, wenn wir wie immer nicht Blaubeleuchtung, RGB-Beleuchtung haben wollen. Ja, da scheitert es leider dran. Dann dürfen wir halt nur 2 Riegel haben, ist halt nun mal so. Ja, aber Dual Channel ist halt kacke auf so einem Board. Das wär halt Verschwendung. Ich meine, schaut euch mal an, wie massiv dieses Board ist mit seinen 8 RAM. Oder Sekunde, das MSI-Board ist ja hier. Mit seinen 8 RAM-Channeln. Oder nicht 8 RAM-Channel, sondern 8 RAM-Slots. Das ist, glaube ich, keine so gute Idee, da sowas, naja, nicht so krasses reinzutun. Steht eigentlich dabei? Nee, steht nicht dabei, wie viel RAM unterstützt wird. Schade. Wir nehmen auf jeden Fall 4 Riegel. Auch wenn wir dafür dann halt in dem Fall nicht die Geschwindigkeit sacrificen, weil das ist keine gute Idee, sondern dann nur mal leider eben die Menge an RAM. 1, 2, 3, 4. Weil, naja, ich kann zwar 5 Riegel nehmen, aber ich glaube, für 6 Stück reicht es nicht mehr. Nee, 5 Riegel könnte ich nehmen, aber das macht gar keinen Sinn. Jetzt hätten wir natürlich noch ein bisschen Potenzial, was das Geld angeht. Ich würde sogar nochmal die etwas teurere Wasserkühlung vielleicht reintun ins Preissegment, damit, falls die doch passt, wir die reinnehmen können. Wenn nicht, haben wir die eben aufgehoben für einen anderen PC. Dann kann ich auch noch ein bisschen upgraden, hier was
was Netzteil angeht, damit wir 650 Watt haben, statt 550. Dann nehmen wir einfach das hier. Dann haben wir nochmal ein bisschen mehr Geld aus dem Fenster geworfen, aber dafür sind wir auch sicherer mit unserem Bild. Und dann könnten wir theoretisch entweder noch ein bisschen mehr Speicher haben oder eine krassere Grafikkarte. Denn momentan habe ich ja mit der günstigsten 1080 geplant, mit der hier. Aber wir könnten uns sogar die teuerste leisten, sehe ich gerade. Oh ne, da unten sind noch welche. Okay, never mind. Können wir nicht. Die teuerste ist dann doch ein bisschen zu teuer. Ein kleines bisschen. Leider. Oder 710. Oh, 710. 715 wäre zu teuer. 710 geht noch. Dann haben wir ja sogar doch noch ein bisschen was rausgeholt für die Person. Ja, ich glaube, das ist sogar zufriedenstellend. Ja, es ist nicht, vielleicht nicht besser als mehr RAM, weil 16 GB ist jetzt echt nicht so viel. Und die Geschwindigkeit ist jetzt auch nicht so krass, aber wir haben eine bessere Grafikkarte rausgeholt, eine sichere Upgrade-Möglichkeit gegeben mit dem Netzteil und eventuell vielleicht sogar noch eine krassere Wasserkühlung drin. Also ich glaube, so sehr kann man sich da jetzt nicht beschweren. Deswegen kaufen wir einfach mal und auch hier kaufen wir einfach mal. So, Auftrag muss natürlich angenommen werden. Den Rest haben wir auch angenommen. Und dann können wir den Arbeitstag in-game zumindest mal beenden. Und vielleicht schaffen wir es heute ja auch noch, den anderen PC da fertig zu bauen. Kann ein bisschen schwierig werden, zeitlich, weil wir jetzt nicht so unglaublich viel Zeit mehr in diesem Part haben. Aber ich kann es zumindest probieren. Je nachdem, wie schnell es halt geht. Aber es könnte auch ein bisschen eine Herausforderung werden, weil ich ja in dem Fall zwei Radiatoren einbauen muss. Und da wir das Verlegen von den Rohren, haha, schlechter Witz. Oder, ja. Naja, sagen wir es mal so. ein bisschen schwierig werden. Interpretiert ruhig rein in das, was ich gesagt habe, wie ihr wollt, aber aber ihr habt es dann gedacht, nicht ich. Geht das überhaupt? Scheiße, das geht überhaupt nicht. Nein! Nein! Wieso? Ich hatte ja keine Möglichkeit, es vorher auszuprobieren. Na toll. Haben wir eigentlich auch ganz kleine Radiatoren? Also wirklich. Ja, wir haben tatsächlich sogar 120 mm Radiatoren. Ich meine, würde hier hinten wahrscheinlich trotzdem nicht hingehen. Aber hier wird nicht als nicht passend angezeigt. Aber wahrscheinlich werden beide nicht hingehen. Ich kann es probieren, aber ich kann halt auch nicht jetzt ein anderes Gehäuse dafür rauskramen. Das ist schon ein großes Gehäuse. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Bitte speicher. Oh nee. Wieso tut ihr mir das an? Bitte, ich will doch nur irgendwo das Teil einbauen können. Irgendwo. Irgendwo. Nein. Ich kann mir doch nicht noch ein anderes Gehäuse leisten für diesen PC. Och nö. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Toll. Eine Möglichkeit hätte ich aber noch, die vielleicht funktionieren kann. Wahrscheinlich wird sie es nicht, aber vielleicht funktioniert es ja. Ich kann nämlich noch ausprobieren, eine normale Grafikkarte reinzutun,
und eben nur eine gekühlte CPU, also wassergekühlte CPU zu haben. Na, wisst ihr was, ich nehme gerade direkt eine, die final auch vom Budget her reinpassen würde. Und dann schauen wir mal, ob wir so irgendwie 5,3 GHz halten können. Auch wenn das eher unwahrscheinlich ist. Ich werde auch jetzt in dem Fall wieder einfach nur ganz hässlich das verlegen. Denn es macht jetzt nicht allzu viel Sinn, mir da jetzt viel Mühe zu geben. Wenn wir das Ganze nochmal rausreißen müssen vielleicht. So. Aber wir haben es dann zumindest mal probiert, es zu machen, ohne das Gehäuse zu wechseln. Was wir wahrscheinlich tun werden müssen. So, ich muss auf jeden Fall auch nochmal hier die Front dran machen. Ich kann das hier auch gerade einfach wieder dran schrauben, weil, naja, wenn wir sowieso das Gehäuse wechseln müssen, dann kann ich es auch wieder dran machen. Aber ich habe jetzt erstmal Vertrauen. Nicht throtteln, nicht throtteln, nicht throtteln. Bitte. 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 Das wäre so cool. Hey, bis jetzt ist noch am Laufen. Ich hätte damit jetzt nicht gerechnet. Wir sprechen hier immerhin von 5,3 GHz auf der CPU. Es hat tatsächlich funktioniert. Ich lasse es trotzdem jetzt einmal ganz durchlaufen, damit wir wirklich sicher sein können. Aber das sind 5,3 GHz auf der krassesten CPU, die es auf dem Markt gibt. Auf jeden Fall ganz normal für Consumer im Intel-Bereich. Kann man schon mal ein Like dalassen für. Okay, dafür fühle ich mich jetzt selbst schlecht. Nee, aber lass den Test jetzt erstmal durchlaufen, nicht, dass wir irgendwie am Ende noch einen Bluescreen bekommen. Das wäre nicht das erste Mal. Aber dann würde ich hingehen und würde das Ganze nochmal gerade austauschen, also die Kühlflüssigkeit, die Rohrleitungen richtig verlegen und nochmal vielleicht ein bisschen die Grafikkarte übertakten. Weil 42 FPS tun jetzt schon so ein bisschen weh. Okay, wir werden sogar nur ziemlich knapp an dem Punkt, dass wir unser Ziel erreicht haben. Das muss sich ändern. Muss natürlich erstmal gut aussehen und dann natürlich auch noch, oder zumindest ziemlich gut aussehen. Und dann auch noch eine bessere Performance bekommen, als was wir momentan haben. So. Da kann ich das so machen. I guess. Dann hier noch ein bisschen hoch. Na. Perfekt ist das hier noch nicht. Noch ein bisschen nach oben. Und hier auch. Und dann so. Schön alles möglichst winklig. Na, ich habe schon Besseres gesehen. Ja. Müssen wir uns jetzt einfach mal zufrieden geben mit, dass das Ganze nicht perfekt sein wird. Aber hey, perfekt ist doch auch langweilig, zumindest manchmal. Aber man hat mit dem Lüfter da hinten so unglaublich wenig Spielraum. Außer man baut den PC halt so. Kann man auch machen, aber das ist irgendwie langweilig. Glaube, ich werde es zwar in dem Fall so machen, weil es mir das Ganze sehr erleichtert, aber es sieht halt ein bisschen langweiliger aus.
Obwohl, in dem Fall passt sogar halbwegs gut, weil wir hier immer, weil wir unten drunter schon wie eine Parallele auch so eine ganz gerade Linie haben, ohne irgendwelche Knicks zwischendrin. Das ist sogar ganz gut, aber normalerweise, na, sieht's jetzt nicht so unbedingt toll aus. Aber ich bin mal ganz glücklich mit dem Bild. So. Haben wir schon alles verkabelt? Na. Kann ich den Staubfilter eigentlich auch wieder drauf tun? Ich hoffe ja, dass das nicht unsere Performance schmälert. Dann schaue ich nochmal, dass ich ein bisschen die Grafikkarte übertakte. Nicht zu sehr. Ich will da jetzt nichts überreizen. Das hier müsste machbar sein. So. Schauen wir einfach mal, wie die Performance letztendlich so ist. Oh, ich habe ja... Mist, das wollte ich gar nicht. Nein, ich kann jetzt wahrscheinlich den RAM nicht mehr rausnehmen, oder? Weil ich habe jetzt gar nichts... Ah, doch, ich habe noch den alten RAM drin. Gut, ich hatte gerade kurz gedacht, ich hätte schon den RAM ausgetauscht oder so. Aber ich habe die Lüfter nicht reingemacht. Die neuen. Also die alten neuen. Obwohl ich glaube, ich krieg vom Budget mehr als einen auch nicht mehr rein. Weil die Grafikkarte dann doch teurer war, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, die andere 1070, die wassergekühlte, wäre so teuer wie diese 1080. Also... sogar noch teurer als diese 1080. Aber dem war anscheinend nicht so. Ja, haben wir halt nur zwei RGB-Lüfter statt vier. Da muss man dann halt auch mal mitleben können. So. Ja. Sieht halt in dem Gehäuse nicht so schick aus. Aber hey, man sieht immerhin so ein bisschen das Reservoir dadurch. Das ist doch auch eigentlich ganz cool. Es ist wahrscheinlich nicht so gut wie das andere, aber hey. Und eine Sache, die ich auch nochmal nachschauen könnte, haben wir mittlerweile unsere Sachen auf eBay losbekommen? Was habe ich denn überhaupt alles verkaufen wollen? Grafikkarten vor allem, ne? Ja, die sind alle noch da. Niemand will sie. Ich glaube, das war auch leider alles. Ah ne, ich habe doch die Lüfter verkauft. Wollte ja auch niemand. Ja, wisst ihr was, ich mach's so. Die nimmt ja sonst sowieso niemand. Haben wir hier sonst irgendwo noch welche drin? Nee. Doch hier. Okay, dann können wir, glaube ich, auch ein paar der Grafikkarten einfach so verkaufen, weil auf eBay will sie ja wirklich niemand. So. Ja, die 79 braucht auch keiner mehr. Moment, aber wenn ich die 1050 Ti's verkaufe, dann muss ich die X560 halt auch verkaufen. Also die ist ja noch schlechter. Ja gut. Wir werden sie trotzdem alle mal los. 1050 Ti. Die R9380 kann ich eigentlich auch loswerden, weil... ja, es ist jetzt keine halbwegs neue Grafikkarte mehr. Noch nicht mal ansatzweise. Und die 1060 3 GB eigentlich auch, weil eine 3 GB GTX 1060 brauche ich eigentlich auch nicht. Das hier kann auch weg. Also jetzt haben wir nur noch halbwegs gutes Zeug. Ja. Müssen wir halt schauen, dass wir das Zeug jetzt auch nochmal so langsam verbaut bekommen, was wir alles da haben.
Denn ich will eigentlich nicht alles immer nur verkaufen müssen. Denn dafür habe ich es ja nicht gekauft. Oder irgendwo ausgebaut. So, jetzt stellen wir die erstmal alle hier auf. Ah ne, das hier ist ja... wollte ich den gerade da behalten. Ja, ich glaube, das hatten wir tatsächlich noch nicht da. Oder auf jeden Fall haben wir da selbst noch nicht drin gebaut. Egal. Das soll jetzt erstmal nicht mehr eure Sorge sein. Denn wir werden jetzt erstmal noch kurz diesen alten PC hier los. Ich hatte einen neuen PC bestellt und die haben das einwandfrei abgewickelt. Natürlich habe ich gerne gemacht. Und ich habe auch gerne diesen Part für euch gemacht, der ein bisschen länger geworden ist als geplant. Aber hey, dann habt ihr halt wieder mal einen XXL-Part bekommen. Damit würde ich sagen, lasst mir auch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ein Like, wenn euch dieser Part gefallen hat. Und tschüss, bis zum nächsten Video.